Klasse. Und er hatte offensichtlich Probleme, das Auto anzulassen. An welcher Stelle sind wir hier, Ralf? Also ich würde sagen, Ende, Start und Ziel. Aber dass er Probleme hat, das Auto anzulassen oder sich gedreht hat, ich weiß nicht. Es sieht so aus, als hätte er auch ausholen können. Ah, ein Reifen fehlt hinten rechts. Ja, denkbar ungünstige Stelle, unmittelbar nach Start und Ziel. Dunlopbogen, noch eine ganze Runde. 13 Kilometer. Wir haben das eben gesehen beim Ferrari, der ja einen ganz ungünstigen Plattfuß hatte. Da hatte sich der Reifen aufgelöst und das ganze Heckteil, das ganze Seitenteil zerrissen. Jetzt hier kann man sagen, Gott sei Dank, der ganze Reifen weg. Aber auch selbst wenn hier jetzt das Heck in Mitleidenschaft gezogen werden würde durch den herumwirbelnden Reifen bei Audi, wird man dann einfach das Heck neu draufsetzen. Die Frage ist hier nur, warum ist der Reifen abgeflogen? Hat man auch hier, ich habe jetzt leider die Stints nicht mitgezählt, wie lange ist der Reifen drauf gewesen, dass man eventuell die Stints verkürzen müsste durch sowas. Wir haben ja diese Reifen Verlustdruckwarngeräte im Auto. Entweder hat das hier nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund hat man es zu spät erkannt, oder der Reifen ist einfach von der Felge gesprungen. Ja, er hat hier gebremst und dann ist das Ganze offensichtlich direkt in einen Dreher gemündet. Ja, hinten rechts ist er abgesprungen. Also so wie es aussah, der Reifen war ja noch in einem Stück, ist er einfach von der Felge gerutscht. Man muss nur wissen, warum. Der Reifenluftdruck wird über